draußen im Feld auf grüner Heide. Draußen im Feld auf grüner Heide tun die lustigen Schäfer weiden. Und ich sag, es bleibt der Wahrheit, lustig ist die Schäferei. Ihr könnt ruhig näher kommen. Die Hunde tun euch nichts. Ich heiße Heike. Ich heiße David. Ihr könnt mich ruhig Michael nennen, Kinder. Guten Tag. Tag. Ich heiße Katrin. Wo warst du denn das ganze Jahr über? Ich war das ganze Jahr, bin ich mit den Schafen unterwegs. Ich bin nur ein paar Wochen auf den Rheinwiesen. Dann ziehe ich mit der ganzen Herde über die Brücke und durch die Stadt. Das geht frühmorgens los und dauert den ganzen Tag. Die Hunde müssen viel laufen und aufpassen, dass die Herde zusammenbleibt. In der Stadt gibt es doch gar keine Wiesen. Ja, ich muss sehen, dass ich mit den Tieren hier durch den Beton komme. Die ganzen Häuser und Straßen, das ist nichts für die Schafe. Darum schaue ich, dass ich schnell wieder auf eine Wiese komme. Schäfer. Ich bin schon 30 Jahre Schäfer. Mein Vater war schon Schäfer. Und das ist erblich. Kann man denn heute auch noch Schäfer werden? Ja, das ist ein Lehrberuf wie jeder andere Beruf. Da kann man Gesellenprüfung, Meisterprüfung machen. Mhm. Und weil das will aber heutzutage kaum einer machen, weil das sehr eintönig ist, alleine, viel allein sein. Für den Beruf muss man schon geboren sein. Man hat da viele Verpflichtungen den Tieren gegenüber. Oder man muss auf vieles verzichten. 10 bis 12 Stunden am Tag. Und Samstag, Sonntag, Ostern, Weihnachten. Das geht immer weiter. Und die meisten Menschen wollen viel Freizeit. Und das muss man dann schon überbrücken und das ist so einfach nicht. Und was macht der Schäfer so den ganzen Tag über? Steht der nur einfach so rum? Ja, das sieht so aus, als wenn man die ganze Tag so rumstände. Ne? Aber man muss das Vieh beobachten, ob die alle fressen, alle gesund sind. Und dass sie genötig Futter zu sich nehmen. Die müssen sich schließlich gedeihen, dass sie Fleisch zunehmen, die Wolle weg. Je nach Jahreszeit fressen die Schafe Gras und im Herbst bringe ich die Tiere auf die abgeernteten Rübenfelder. Was fressen die Schafe denn am allerliebsten? Ja, hier die Zuckerrübenblätter. Weil die sind so süß wie für euch die Bonbons oder Schokolade. Au ja, das nennen wir süß. Boah, das dicke Wolle. Stell dir vor, du hättest... Nee, das wäre doch viel zu heiß. Doch, die sind im Wintermantel. Kriegen die das nie abgeschoben? Doch, jetzt im Monat Mai, da kommt dann eine Scherkolonne. Und dann ziehen sie die Wolle runter. Und denen das nicht weh? Obwohl.
Du kriegst ja auch die Haare geschnitten, das tut auch nicht weh. Nee, nur wenn sie mir an Haare reißen. Ja. Der Mann, der die Schafe für mich schert, der macht das so, dass die Wolle an einem Stück zusammenbleibt. Die Wolle schützt die Schafe im Winter vor Kälte, aber im Sommer sind die Schafe auch froh, wenn die Wolle ab ist. Und was geschieht dann mit der Wolle? Die transportiere ich mit dem Auto zum Wollhändler. Und der verkauft die an Spinnereien und da wird die Wolle versponnen zu Jahren. Ein paar Wochen später werden die Schafe gebadet. Im Wasser ist ein Mittel gegen Ungeziefer. Die Schafe sollen ja gesund bleiben. Circa 500. Wie viel kostet das? Um die 200 Mark. Boah, da müssen Sie ja ein reicher Schäfer sein. Ja, das meinst du, ne? Wie alt wird denn so ein Schaf? Ja, zum Schlachten bis ein Jahr und zur Zucht 6 bis 8 Jahre. Im Herbst sortiere ich die Schafe aus, welche geschlachtet werden und welche die ich zur Zucht behalte. Das Alter der Schafe sehe ich an den Zähnen. Dann sehe ich mir auch in einem die Klauen an. Die Schafe, die geschlachtet werden sollen, markiere ich mit einem roten Stift. Die mit dem roten Fleck markierten Schafe lasse ich in ein Jatte ablaufen. Ja. Ich fange mir ein Schaf und ziehe es auf den Transporter. Warum denn? Weil
weil das Schaf ein Herdentier ist. Ich ziehe eins auf den Transporter, dass die anderen Schafe nachkommen. Warum werden die denn geschlachtet? Ja, ich muss ja Geld haben zum Leben. Und ich kann sie ja nicht alle erhalten. Dann hätte ich nachher ein paar tausend Stück. Herde ziehe ich dann ins Bergische Land. Es wird dann bald Winter. Ja, im Winter kriegen sie die Jungen. Oh, da müssen die auch frieren. Ja, dann werden die auch gleich abgehärtet. Ja. Müssen Sie dabei sein? Müssen Sie dabei helfen? Die Lämmer kommen alleine zur Welt. Ich brauche gar nicht dabei zu sein. Bei uns kommen zur Herde, dann habe ich 10, 15 mehr dabei. Was passiert denn mit den neugeborenen Lämmern? Meine Frau bringt das Schaf mit den Lämmern in den Stall. In dem Stall bleiben die 4 bis 6 Wochen, dass sie richtig kräftig sind. Und dann kommen sie wieder zu mir. Finden die Lämmer ihre Mutter denn wieder? Ach, unter 1000 Stück. Wie kann die Mutter denn ihr Lamm wiederfinden? Das Schaf legt das Lamm ab. Dadurch kennt das Schaf das Lamm immer wieder. Lustig ist die Schäferei.
besser mitnehmen.